Hi und willkommen zu meinem Video. So, ich muss mich schon wieder anders hinsetzen. Ja, neues Thema. Heute reden wir über Spiele. Ja, als ich ein kleines Mädchen war, habe ich immer Brettspiele geliebt. Wobei ich es gehasst habe zu verlieren. Das gebe ich auch nur ehrlich zu. Ja, und dann hatten wir Monopoly, wo mein Papa ultra streng war, weil das ist so seine Kindheitserinnerung. Er hat auch immer Monopoly mit seinen Freunden gespielt. Und da musste man sich genau an die Regeln halten, weil sonst war er total knatschig. Und ich habe es gehasst, weil ich habe bei eigentlich fast jedem Spiel meine eigenen Regeln erfunden. Weil ich habe seltenst die Anleitung gelesen. Hat schon viel gebracht. So, dachte ich, habe ich schneller gewonnen. Ja, und dann bin ich älter geworden und bin zu den elektronischen Spielen übergegangen. Und ja, teilweise ist es nicht so einfach. Und teilweise, viele haben Spaß gemacht. Als ich kleiner war, habe ich sowas wie Fritzi Fisch geliebt und Töff Töff. Und dann bin ich älter geworden, dann habe ich die Sims entdeckt. Und jetzt heutzutage ist es oft so, dass man Spiele kauft und am Ende des Tages eigentlich fast keinen Inhalt mehr bekommt. Das ist schon traurig. Das ist so eine traurige Entwicklung, muss ich sagen. Ich meine, ganz viele Spiele werden entwickelt und werden dann halb fertig bloß rausgegeben und dann gibt es einen Day-One-Patch, wo dann die ersten Probleme lindern soll. Wo ich mir dann denke, ja, wenn ihr wisst, dass da Probleme sind, dann sagt doch lieber, wir bringen das Spiel einen Monat oder zwei später raus und dann hat man dafür ein Spiel, das funktioniert zum Teil. Naja, gut. Dazu kann ich euch irgendwann mal in einem anderen Video mehr erzählen, aber es geht ja in den Sommervideos immer bloß um Themen anschneiden und ein bisschen und einfach kurz was, damit ich trotz allem, dass ihr mich sehen könnt und ich bei euch bin und ja, da geht es nicht um, wir wollen jetzt nicht tiefschürfende Sachen anfangen. Gut, das war alles für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.